Ja, servus, grüß dich und moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Ja, heute soll es um die AMC Entertainment gehen. Im letzten Video bei der Premiere, ja, gab es einen kleinen Ansturm von ein paar Redditianern. Einer oder zwei davon folgen auch meinem Kanal und haben dann ein bisschen über AMC, sagen wir es mal so, sehr viel kommentiert. Und ich habe dann entsprechend reingestellt, auf was Sie achten sollten. Und das schauen wir uns einmal am Chart gleich an. Doch was macht AMC Entertainment? Eigentlich ist es ein großer Kinobetreiber in den USA, ist unter Druck gekommen. Also haben weltweit Kinos, aber größtenteils in den USA. Und ja, mit über 1000 Kinos, 11.000 Leinwänden und so weiter verdient man natürlich an dem Kinogeschäft mit Getränken und Snacks und so weiter, verdient man natürlich sein Geld und das ist durch Corona ein bisschen eingeschläfert. Mittlerweile haben ja 22 US-Bundesstaaten wieder geöffnet und trotzdem, also haben sämtliche Corona-Maßnahmen abgeschafft, keine Maske tragen, musste sich auch nicht impfen lassen, ja, und teilweise sogar ein Verbot. Und jedenfalls, das Geschäft läuft wieder an und trotzdem sind noch ein paar Hedgefonds short auf die AMC Entertainment Aktie. Und ja, Krieg erster Teil geht in die zweite Runde. Und am Chart gucken wir uns jetzt einmal kurz an, was war der letzte Stand vom letzten Video. Damals konnte man schon sehr schön sehen, ich vergrößere mal ein bisschen, dass die AMC Aktie hier in einem Ausbruchmodus ist. Wir haben hier einen, ja, einen Keil, ein Dreieck, wie auch immer du das sehen möchtest. Und wir hatten hier bereits den Ausbruch hingelegt. Da stand aber der Kurs noch bei 13,77 $. Ich habe dann auch Zielmarken genannt für die Teilnehmer. Also bei 34 $ und 24 $ habe ich gesagt, ne? Also bei 24 $ anfangen, Gewinne mitzunehmen. Und bei 34 $, ja, sollte man zumindest einen größeren Teil seiner Position abstoßen. Ihr seht hier am Chart, was jetzt passiert ist bei der AMC Entertainment. Ja, das Dreieck, was ich euch gezeigt hatte, seht ihr, bis ganz runter zum Ried, das hat es nicht gereicht. Aber was man hier eigentlich sehr schön sieht, und das ist eigentlich signifikant für eine Welle 3, also erstmal diese starke Bewegung und dass man halt hier eine Kurslücke ausfüllt. Ja, nicht ausfüllt, sondern eine Kurslücke erstmal entsteht. Das ist eigentlich oftmals signifikant für eine Welle 3. Ja, und hier in der C-Welle wird das wahrscheinlich auch eine Welle 3 gewesen sein. Ja, also, und diese Kurslücke, da gibt es wieder die Kurslückentheorie, Schlusstheorie, das heißt, dass mit der Zeit diese Kurslücke wieder gefüllt wird. Ja. Also kann man erwarten, dass auch diese Kurslücke, die jetzt entstanden ist, im nächsten Zuge auch wieder gefüllt wird. Ja, wir sehen aktuell, wenn wir, jetzt gehen wir mal, springen wir mal rein in den 3-Stunden-Chart. Also wir sehen hier, wäre dann quasi die Korrektur zu Ende gewesen. Ja, vielleicht war auch hier schon der erste Impuls, ne? Also Impuls 1, Korrekturphase, Welle 2. Und hier wäre jetzt die 1 der 3, die 2 der 3 und aktuell würde die 3 der 3 laufen. Ja, die 3 der 3 müsste man schauen, ist die vielleicht schon fertig oder ist das erst hier die 3 der 3 der 3? Ja, das ist für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt. Jedenfalls Kurszielbereich, deswegen hatte ich damals gesagt, 24 Euro und 35 $, Entschuldigung, Dollar natürlich. Da sollte man halt schon mal aufpassen. Kann natürlich auch sein, dass durch den Short Squeeze, der natürlich die Redditianer hier versuchen zu erzwingen, natürlich hier noch deutlich weiter drüber hinaus geschossen wird. Aber da ist dann jeder Investor und jeder Händler und in dem Fall halt Trader oder Zocker, wie man das nennen möchte, jeder sich selbst überlassen. Man sieht ja, dass hier schon Gewinne mitgenommen werden und auch, dass der relative Stärkenindex schon sehr extrem ist. Der ist noch nicht ganz so hoch wie da Ende Januar, aber er ist schon sehr hoch. Und hier stürmen gerade die Leute letztendlich in den Markt hinein. Schaffen Sie den Short Squeeze? Okay,
Ja, vielleicht war das hier auch schon in den letzten, ja, letzten halben Tag schon der Fall. Dann explodiert der Kurs auch noch weiter. Kriegt der Hedgefonds jetzt entsprechend Hilfe? Ich weiß jetzt gar nicht, wer da drin ist. Ist Citadel? Müsste ich jetzt lügen, habe ich jetzt auch nicht nachgeguckt. Geht einfach nur darum, wenn man hier schon zockt, dann sollte man wissen, wenn man schon drin ist, wo man auch aussteigt. Ja, es hilft ja nichts, wenn man das dann durchrodelt und vielleicht hier unten feststellt, okay, ich habe einen Totalverlust. Ne? Also wenn man jetzt hier entsprechend gehandelt hat, hat man sowieso schon seine Kursverdopplung hingelegt. Ja, von 13,77 war man hier oben im Hoch schon bei 29,76 $. Also das war schon eine Kursverdopplung innerhalb von ein paar Tagen. Nichtsdestoweniger denke ich schon, dass hier die 34,35 Dollar gegen noch erreicht wird. Mit den Pivots können wir gerade gar nichts anfangen, weil die Bewegung zu heftig ist. Ja. Gut, wir könnten uns jetzt nochmal auf den Tagesschart angucken. Da auch noch zu stark. Den Wochenchart haben wir da. Das ist zu eng gewesen in den letzten im letzten Jahr, weil die Bewegung erst hier stattgefunden hat. Aber das ist vielleicht noch mal ganz interessant. Wir hatten hier schon eine Verkeilung, ja. Und die Redditianer sind noch nicht doof. Zumindest die im Hintergrund vielleicht die Strippen ziehen und dann die Leute befeuern. Man hat hier eigentlich schon einen Beginn der Trendwende gesehen. Ja, wir haben hier ein zusammenziehendes Dreieck und halt eine Verkeilung. Und dann kam hier, wurde halt der Ausbruch halt entsprechend gehypt. Ja, aber die Aktie befand sich schon in der Trendwendephase. Und wenn ihr euch das anschaut, relative Stärkeindex, Tief wurde nicht mehr bestätigt, dieses Tief erst recht nicht mehr, schon deutlich höher. Das sind oftmals Signale, dass da irgendwer anfängt, sich zu positionieren. Man sieht es vielleicht hier noch nicht drin, aber das Momentum lässt entsprechend nach. Und das ist meistens ein Signal, dass entweder die Verkäufer erschöpft sind oder dass neue Käufer sukzessive jetzt anfangen, den Markt aufzukaufen. Okay, gut. Nichtsdestoweniger, sicherlich ist er hier schon sehr hoch auf Wochenbasis. Da ist aber auch noch ein bisschen Luft drin. Und hier wird es halt entscheidend. Bricht er hier durch diese Schallmauer, ja, dann kann es auch noch weitergehen. Dann können sie wirklich ihre $100 schaffen, aber bei 35 ist zumindest meines Erachtens eine Wand. Gut. Kurz Zusammenfassung zu AMC Entertainment. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Melde mich ab. Wünsche euch natürlich dann, je nachdem, wann ihr es seht, einen erholsamen Freitag und dann natürlich ein erfolgreiches Wochenende. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.